Frank Stegemann, 5-2 in Etuf Essen gewonnen. Ja, wie ist das denn passiert? Das ist passiert durch eine gute mannschaftliche Leistung, ja, erneut gute mannschaftliche Leistung, wie wir es eben letzte Woche auch schon gezeigt haben. Wir haben konsequent unser Plan weiter verfolgt, haben unser Spiel gespielt, hatten ja doch unangenehme Gegner heute, sehr unangenehme Gegner, weil er eben auch körperlich ganz anders gespielt hat. Und ich hatte gehofft, dass es ein Tick leichter wird, aber ja, am Ende hat dann einfach auch ja, ein Tick individuelle Klasse eben dafür gesorgt, dass wir ja, die Punkte sicher nach Hause gebracht haben. Das war jetzt das dritte Spiel und wir hatten den Eindruck, das war wohl die defensiv stärkst spielende Mannschaft. Ja. Die haben einen Würfel gespielt im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Leverkusen hatte nur ganz kurz immer auf den Würfel zurückgegriffen. Der Würfel ist defensiv am schwersten zu spielen im Allgemeinen. So. Aber dem mussten wir uns erstmal zurechtlegen. Ne? Wir mussten erstmal gucken, wo sind die Räume, wie kriegen wir die Räume auf und haben es dann eben hinterher auch geschafft, beziehungsweise eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit, bloß in der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen nicht verwandelt. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht, vor allen Dingen natürlich mit den beiden Unterzahltoren, die wir dann eben noch geschossen haben, damit eben auch das Spiel auch sicher nach Hause kommt. Nach 3 Spielen 6 Punkte, da ist man dort zufrieden. Damit bin ich super zufrieden. Ja, es ist ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Also so können wir schon eigentlich einigermaßen beruhigt an Weihnachten denken, auch wenn wir noch 3 Spiele vor uns haben, morgen gegen Rot-Weiß Köln, der wahrscheinlich sogar der Favorit eben in der Gruppe ist. Nächste Woche dann noch DRC und erneut Mülheim. Das werden natürlich Knallerspiele, aber ja, jetzt haben wir erstmal Ruhe durch die 6 Punkte. Können und gucken, was die anderen machen und deswegen macht mir das keine schlaflose Nacht, da morgen gegen Köln antreten zu müssen. Vielen Dank fürs Interview und alles Gute.